Herzlich willkommen bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Heute wieder mit den spannendsten Neuigkeiten aus der Welt des Wintersports. Bei mir zu Gast heute Max Maderlik, Chef von Krone TV. Schön, dass du heute da bist. Chef von Krone TV und jahrelang mit dem Skizirkus unterwegs und auch oft mit Biathlon, über den wir heute auch noch sprechen werden, und mit den Skispringen. Ganz genau so ist es. Es ist sehr spannend gerade. Total. Es ist die Ski-WM, Biathlon-WM und die Kombinierer-WM, die steht auch vor der Tür. Ist auch eine willkommene Abwechslung, wenn mal so viel los ist, oder? Ja, also ich verliere auch schon fast den Überblick. Ich war es gewohnt immer, dass die nordische WM nach der alpinen WM ist. Das habe ich habe oft beide Weltmeisterschaften als Journalist besucht. Das war auch immer so, da hat man sich so ein bisschen motivieren müssen wieder dann für die nordische, wenn man meistens recht K.O. war von der alpinen Ski-WM. Und dann aber mit den ersten Bewerben ist das Feuer da auch wieder bei den Journalisten entfacht. Aber ja, du sagst es, also aufregende Zeiten. Am 22.02. geht es mit der WM in Oberstdorf auch schon los. Bis dahin gibt es aber noch einige Highlights bei den Kombinierern, wie auch vergangenes Wochenende der Skisprung-Heimweltcup der Damen in Hinzenbach. Wir haben zwar keinen Podestplatz gemacht, es war aber trotzdem ein sehr spannendes Wochenende. Und davon schauen wir uns jetzt nochmal die Highlights an. Für Aufregung hat am vergangenen Wochenende ein Tiroler bei den Kombinierern gesorgt, Lukas Greiderer. Er hat beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Klingenthal den Schanzenrekord aufgestellt, um genauer zu sein 148,5 Meter und Rang 3 geholt. Grund genug, um den jungen Tiroler jetzt in unserer Rubrik One Star, One Minute vorzustellen. Servus, ich bin der Greiderer Lukas aus Opsum und bin 27 Jahre alt und bin nordischer Kombinierer. Ich bin Kombinierer, weil Skispringen oder Langlaufen alleine ist zu langweilig. Ich möchte der beste Kombinierer sein, weil ich mir das ganze Jahr einen Arsch voll aufreiß und dafür belohnt werden möchte. Der beste Tag in der Woche ist im Sommer der Freitag, weil da ist das Training vorbei, und unter der Saison der Montag, weil da haben wir immer frei. Ich werde emotional, wenn der Leonardo DiCaprio am Schluss bei Titanic stirbt. Heimat ist, wo ein Haufen Berg um mich herum stehen und wo Familie und Freunde sind. Das letzte Mal richtig gelacht habe ich beim sehr verstörenden Video mit einer Nonne. Meine Ziele für die kommende Saison ist in Oberstdorf Weltmeister werden. Sein Ziel hat er sich schon mal hochgesteckt, er will auf jeden Fall eine Medaille bei der WM holen. Was sagst du, siehst du Chancen für unser Kombinierer-Team bei der WM? Mutig, ein mutiges Ziel. Naja, Chancen natürlich. Ja. Also wir haben Top-Routine, Top-Betreuerteam, da ist alles gut aufgestellt. Aber wenn man ganz realistisch ist, also zu den großen Favoriten zählen wir jetzt nicht. Also muss man schon mal so ehrlich sagen, eine Medaille wäre toll, wäre schön, aber da gab es schon Jahre, wo wir mehr damit gerechnet haben als diesmal. Also Prognose ist 0 Medaillen oder eine? Na, so gemein bin ich nicht, aber ich sag mal eine halbe bis eine Dreiviertel Medaille. Nein, hoffentlich gewinnen sie was. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und gehen jetzt von den nordischen Disziplinen gleich wieder zurück zu den Alpinen, und zwar zur WM in Cortina, wo ja auch das Material eine sehr große Rolle spielt. Edi Unterberger war nicht nur jahrelang der Servicemann von Marcel Hirscher, er ist heute der Leiter Rennservice Alpin im ÖSV, und er hat uns einen spannenden Einblick in seine Arbeit gewährt. Hallo, grüß euch, ich bin der Edi Unterberger, ich bin Leiter Rennservice Alpin, und ich will euch mitnehmen hinter die Kulissen, was die Serviceleute so tun bei einem Weltcup-Rennen, wie sie die organisieren, wie das am Start funktioniert, und das könnten wir uns jetzt dann anschauen.
eigentlich muss man schon gerichtet sein oder gestellt sein im Vorfeld. Gell? Man trainiert ja, man stimmt das Material ab. Gell? Man erkundigt sich, wie ist die Pisten da, man versucht ungefähr gleiche Bedingungen haben zum Trainieren, zum Abstimmen vom Material und vom Setup her benutzen kann, was dann im Rennen ist. Der Schliff ist irrsinnig wichtig, ist eine ganz wichtige Komponente von dem Ganzen und da werden wir wirklich sehr gut versorgt und das ist einfach das Um und Auf, was Tuning betrifft und das Ganze in Kombination mit Setup, das ist einfach ganz ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Hallo, grüß euch, ich bin der Raphael, bin der Servicemann von der Liensberger Katharina. Ich schaue mir jetzt noch kurz vorm Rennen die Ski an. Jetzt habe ich nochmal die Kanten kontrolliert, ob das alles passt. Nochmal kurz gefinisht, dass die Ski schnell sind und dann geht's los. Vom Service schauen wir jetzt direkt zu unseren ÖSV-Stars und zwar zu einer Frau, die bei der WM in Cortina noch so richtig abräumen kann. Das ist One Star, One Minute mit Tamara Tippler. Ich bin die Tamara Tippler, komme aus Mautern, das ist in der Steiermark, bin Skirennläuferin und bin 29 Jahre alt. Ich fahre Skirennen, weil ich mich gerne mit anderen misse, weil ich das Adrenalin brauche. Und weil ich einfach gerne auf der Skipiste unterwegs bin. Die beste Skifahrerin möchte ich sein, weil ich es noch nicht bin und ich bin hart am Arbeiten, dass ich das einmal wäre. Emotional bin ich immer und generell, ich bin generell ein sehr emotionaler Mensch, lache gern, kann aber auch schnell auf die Tränendrüse drücken. Das letzte Mal richtig gelacht habe ich einfach gerade vorher oder jetzt. Ich kann einfach spontan lachen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, zufriedener Mensch und das ist auch das, was für mich im Leben zählt. Meinen ersten Sieg habe ich gefeiert, noch gar nicht. Bis jetzt bin ich nur Zweiter geworden. Aber das ist mein größtes Ziel für heuer. Ja! Motiviert sind unsere ÖSV-Stars auf jeden Fall. Es ist ja auch irgendwie logisch bei so einem großen Ereignis wie bei einer WM. Was macht denn so etwas für unsere Athleten so besonders? Naja, in Österreich, ich glaube, jeder dieser Skifahrer ist schon mit diesen Stories, mit diesen Erlebnissen aufgewachsen. Also jeder, der sportbegeistert ist, kennt in Österreich die Weltmeister, kennt die Olympiasieger, kennt auch die tragischen Helden dieser Titelkämpfer. Das ist in Österreich einfach was ganz Besonderes, eine Ski-WM. Da ist Ausnahmestimmung, da bauen wir auch extra ein Studio in Cortina auf, zum Beispiel, wo der Michi Falli täglich berichtet. Das ist in Österreich was ganz, ganz Großes. Ja. Was ist anders an einer WM und einem Weltcup? Also wenn man bei einer WM fährt, wie ist das für einen Sportler anders vom Gefühl her? Na, es ist schon mal, wenn man vor Ort ist, das Gefühl ist ein ganz anderes. Ja. Also es sind ja oft die gleichen Orte, die man aus dem Weltcup kennt. Die Piste ist manchmal sogar ein bisschen leichter bei einer Weltmeisterschaft, weil ja doch alle unbeschadet ins Ziel kommen sollen und da immer wieder Exoten auch am Start sind. Aber es ist eine ganz andere Stimmung. Es ist, wenn du beim Skifahren dabei bist, da sind oft solche Kleinigkeiten, die einen Tag verpatzen können. Da erwischst vielleicht einen Stein mit dem Ski und die Kante bricht oder du hast falsch gewachselt an dem Tag oder, weiß nicht, schlecht geschlafen, hast eine Bauchgrippe, bist verkühlt. Da kann so viel dazwischen kommen und es wird natürlich auch hochstilisiert, so ein Rennen. Ja. Es wird schon die ganze Saison drüber geredet, ja, was ist dann bei der WM? Ui, die Strecke könnte dem und dem liegen und ui, seine Leistungskurve geht super in die Höhe vor der WM. Es ist halt ständig Thema. Dann bist du dort und am Anfang ist so ein bisschen ein Durchsacken vor Ort meistens und dann kommt schon langsam. Da merkt man, okay, noch zwei Tage bis zum Rennen, Verschiebung, ich habe einen Tag länger Pause, habe schon einige Interviews davor und dann ist dieser Renntag da und das ist natürlich, da geht es um alles. Da haben auch die größten Stars Nerven flattern, davor irgendwelche Fehler zu machen. Keiner will den entscheidenden Fehler machen. Ja, da ist Hochspannung pur. Du hast es gerade schon angesprochen, Verschiebungen waren das große Thema, vor allem in den ersten drei Tagen. Mhm. Wie schaut das jetzt aus? Vor allem nächste Woche kann man sowas dann vielleicht auch nach hinten verlegen, wenn es nicht ausgeht? Oder wird es ausgehen? Auf was? Ja, was kommt jetzt auf uns zu? Man kann es sogar absagen. Ja, hat es auch schon gegeben, dass Bewerbe nicht durchgeführt wurden. Ja, alles ist möglich. Man kann auch zwei Bewerbe an einem Tag fahren. Es geht relativ viel. Ja.
wichtig ist, dass man mal fährt, ja, dass man mal fahren kann, ja, dass einmal die Pisten auch in Schuss sind, weil das ist im Moment, glaube ich, wirklich das größte Problem. Also die kommen vom Regen in die Traufe, sprichwörtlich. Es ist zuerst zu viel Schnee, dann wird es wieder windig, dann kommt Nebel, es kommt halt einfach wirklich gerade alles zusammen. Mhm. Aber haben wir auch schon alles einmal gehabt. Ich erinnere mich an die Ski-WM in Are zurück. Da haben wir auch, kann mich erinnern, da war es zuerst hochsommerlich. Wir hatten alle Angst, dass der Schnee davon schwimmt. Es gab Absagen am Fließband und dann hat es minus 13 Grad gekriegt. Und dann ist plötzlich wunderbar zu fahren gegangen. Alles kann passieren, wir werden garantiert Rennen dort erleben. Die Stars müssen sich ein bisschen mehr gedulden. Die Trainer, die Serviceleute haben doppelt so viel Arbeit als sonst. Aber gut, ist halt so, ist eine Weltmeisterschaft. Verletzungen sind diese Saison auch ein großes Thema. Mhm. Jetzt ist ein extrem dichtes Programm. Ist das vielleicht auch eine Gefahr für weitere Verletzungen? Also, kurioserweise könnte ich mich jetzt selten daran zurückerinnern, dass bei einer Weltmeisterschaft sich Läufer verletzt haben oder Läuferinnen. Wird schon passiert sein, aber es ist meistens nicht das große Thema. Ja. Glaube ich eigentlich nicht. Wir haben schon genug Verletzungen gehabt. Wir brauchen auch keine weiteren Verletzungen. Kein Skiteam braucht Verletzungen. Es passiert wahnsinnig viel. Das Material überfordert weiterhin deutlich den Körper. Muss man einfach so sagen, die Ski sind zu schnell geworden, zu aggressiv geworden, die Kurssetzungen dazu. Es ist einfach wirklich gefährlich. Ja, jeder Skifahrer, der ohne großen Verletzungen in seiner Karriere durchkommt, ist ein absoluter Glückspilz. Der Marcel Hirscher war so einer. Ja, sicher auch ein Erfolgsgeheimnis, wenn man fast die ganze Karriere von groben Verletzungen verschont bleibt. Da gibt es ganz andere, die schon den dritten, vierten Kreuzbandriss haben. Und damit sind sie nicht einmal außergewöhnlich im Skizirkus. Da gibt es viele leider. Niki Schmidhoff hat gestern ein Interview bei Michael Falli in Cortina gegeben und hat genau über das gesprochen. Die hat sich ja verletzt und hat gesagt, dass sie eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, wie schlimm die Verletzung wirklich ist und dass es eigentlich viel schlimmer ist, als sie dachte. Wie schlimm ist das jetzt für eine Frau, die 2017 Super-G-Weltmeisterin war, von zu Hause aus, vom Fernseher aus, die WM mitzuverfolgen? Na, fürchterlich, also schrecklich, weil ich kenne die Niki ein bisschen, die zerplatzt vor Ehrgeiz, die will überall dabei sein, überall Rennen fahren, die hält zu Hause ganz sicher nicht gut aus. Ja, kribbelt's schon. Auch wenn sie jetzt unsere Sendung sieht, die kann nicht ruhig liegen. Auch da müssen sie alle Gliedmaßen festbinden, damit sie ruhig liegt. Und dann rennt das Mundwerk so weiter. Also die Niki ist eine sehr lustige, eine sehr, sehr kämpferische, ehrgeizige Person. Also der fällt das ganz bestimmt nicht leicht. Aber ich muss noch ganz kurz Werbung machen. Täglich um 22.05 Uhr unser WM-Studio aus Cortina. Und in der Früh wiederholen wir es dann auch nochmal vor den Rennen um 8 und um 9 auf Krone TV. Und ja, das ist wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, sensationell, unser Studio dort. Wir haben ja Christian Gettinas Wohnzimmer erobert, gekapert sozusagen. Schaut auch gemütlich aus. Schaut auch sehr gemütlich aus. Die Gettinas sind auch sehr, sehr nett zu unserem Team vor Ort. Und dort empfangen wir täglich die ÖSV-Stars, Medaillengewinner, die es hoffentlich bald geben wird, wenn wirklich Bewerber sind und auch die Starter. Also es ist eine coole Geschichte. Ja, sehr, sehr cool zum Anschauen auf jeden Fall. Und Niki Schmidhofer wünschen wir natürlich eine gute Besserung. Die Niki macht das, aber sie ist natürlich eine, die ungeduldig ist. Ja. Eine junge Dame, die bei der WM auch wegen ihren Verletzungen fehlt, ist Nina Ortlieb. Wir haben sie vor ihren Verletzungen bei ihr zu Hause besucht und sie erzählt uns über Lech am Arlberg und über ihr Leben. Das ist Nina Ortlieb. Ja, Lech hat meiner Meinung nach einen unheimlichen Flair. Natürlich ist es ein großer Vorteil, wenn man direkt in Lech an der Skipiste lebt. Man kann wirklich im sehr jungen Alter mit dem Skifahren starten, weil man die Möglichkeit direkt vor der Tür hat. Ja, ich bin Nina Ortlieb. Ich komme aus Lech am Arlberg, aus einem großen Skigebiet und freue mich auf jedes Rennen, das wir heuer erleben dürfen, vor allem auf die Speedrennen natürlich. Wenn man in so einem jungen Alter mit dem 17 das erste Mal schon im Weltcup fahren darf, ist das natürlich schon ein Privileg. Die Mama ist dazu schauen gekommen und ich bin damals beim Einfahren schon gestürzt, habe mir damals die Schulter ausgekegelt. Und für mich war das aber trotzdem keine Frage, dass ich das Rennen fahren möchte. Ich bin auch manchmal dem Wasser näher gebaut. Im Endeffekt habe ich dann doch das Rennen fahren dürfen. Aber es war eben auf das zurückzuführen, auf den Sturz beim Einfahren. In meiner Freizeit
spiele ich gerne Tennis oder backe dann auch mal gerne einen Kuchen. Ich helfe immer sehr gerne im Hotel, vor allem im Winter ist es natürlich im Hotel sehr stressig. Ich bin nicht oft da, aber wenn ich da bin, versuche ich meine Familie und auch das ganze Mitarbeiterteam so gut wie möglich zu unterstützen und stelle mich dann auch öfter an die Rezeption und helfe damit. Hotel Montana, grüß Gott, Sie sprechen mit Nina. Die letzten 3 Jahre habe ich in Innsbruck noch Betriebswirtschaft daneben studiert. Ich habe das heuer mit Auszeichnung abgeschlossen und das war eine Zeit von einer Doppelbelastung. Es hat da extrem viel Selbstdisziplin gebraucht. Aber ich habe mich freiwillig weitergebildet. Ich bilde mich auch für meine Karriere danach weiter. Es interessiert mich auch, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Bildung nie aus dem Auge verliert und dass man da wirklich sich breit aufstellt und seinen Interessen nachgeht. Die Zielsetzung ist, dass ich an die Erfolge anknüpfe, wo ich aufgehört habe. Die sind natürlich hoch, wenn man mit einem Sieg und einem Podium aufhört. Aber das geht auch immer nur einher, wenn man wirklich von sich selber dann überzeugt ist und auch mit Selbstsicherheit angreifen kann. Auch Conny Hütter kämpft gerade schon wieder um ein Comeback. Sie hat in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich mehr Zeit auf Krücken als auf Skiern verbracht. Woher sie ihre Kraft nimmt, immer wieder aufzustehen und weiterzukämpfen, das hat sie uns erzählt. Ich muss sagen, jetzt da im März, wie ich mir wieder habe, und eben, weil halt durch Corona alles so ruhig war, hat man halt ziemlich viel Zeit gehabt zum Nachdenken und es ist mir nicht leicht gefallen. Also, ich bin echt froh gewesen, dass ich wirklich Leute um mich herum gehabt habe, die was mich da wirklich aushalten haben müssen und auch positiv mir gegenüber gewesen sind, weil ich ziemlich, ja, einfach gepisst war auf alles, auf mich, auf die Gesamtsituation, auf alles einfach. Ich glaube, mit denen abzuschließen, muss man es zuerst akzeptieren und da war immer richtig schwer da, dass ich wirklich sage, okay, das ist jetzt passiert, das muss ich jetzt annehmen und ich muss jetzt einfach das Beste draus machen und ja, mit den Wochen, mit den Monaten ist eigentlich immer besser gegangen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann es akzeptieren und ich muss jetzt mit dem umgehen und ich muss wirklich aus denen jetzt wieder rauskommen und schauen, dass ich so schnell wie möglich fit wäre, weil es liegt mir so viel an dem Sport und ich würde es nicht haben, dass das jetzt irgendwie das Ende ist und dass meine Karriere durch das gestoppt wird, weil meine Knie nicht mitgemacht haben. Also ich will mir einfach nichts vorwerfen können, jetzt in ein paar Jahren, wenn ich aufhöre. Und darum will ich das einfach so durchziehen und ja, ich hoffe, dass ich da auf einem guten Weg bin oder ich merke einfach, dass es immer vorwärts geht und natürlich, wenn es halt ein paar Mal nur kleine Schritte sind, aber besser wie gar keine. Noch ein zweites großes Ereignis steht in diesen Tagen am Programm. Die WM der Biathleten in Slowenien. Und da hat das österreichische Team gute Medaillenchancen, unter anderem durch Lisa Hauser. Wir haben das ÖSV-Biathlon-Team bei ihren Vorbereitungen in Obertiljach besucht. Und das Training, das hat sich richtig ausgezahlt. Max, wir haben eine Silbermedaille bei einer WM. Ja, es ist losgegangen und wir haben auch schon das erste Edelmetall. Also richtig, richtig cool. Unsere Mixed-Staffel zu Beginn hat sie noch nicht danach ausgesehen, als könnten die da in den Edelmetalltopf greifen, haben sie aber getan. Und es war richtig packend, richtig spannend. WM halt, ja. Ja, vor allem bei Lisa Hauser hat sie danach ausgesehen, dass die wahrscheinlich eine Medaille holen könnte.
man soll und will ihr keinen Druck machen, aber sie hat es ja jetzt geschafft, war dabei bei einer Mixed-Staffel. Ja, unglaublich. Also wir haben ja vorab schon kurz gesprochen und gesagt, ja, die Lisa Hauser, unglaubliche Saison und erst jeder erwartet sich irgendwie eine Medaille von ihr. Das könnte vielleicht auch zum Hemmschuh werden und wird schwierig. Jetzt hat sie schon eine Mixed-Staffel abgeholt, das heißt, sie kann ihre Einzelbewerbe total befreit angehen und wird dadurch natürlich umso gefährlicher, muss man sagen. Also man kennt das im Sport, ja, wenn jemanden bei Titelkämpfen so der Druck genommen wird, ja, ist plötzlich alles möglich, auch für die Herren, das muss man dazu sagen. Ja. Die Herren waren ja heuer im Weltcup nicht so gut, ja. waren schon in Ordnung, aber es hat einfach für ganz vorn nie gereicht. Und da muss man sagen, jetzt haben die ja Medaille bei der WM, ja. Sind dort, also da rennt alles super, da kommst du in das Quartier dort, bist ein paar Tage dort, hast den ersten Wettkampf und nach dem ersten Wettkampf schon Siegerehrung und so weiter. Alle Anfragen, die die nächsten Tage kriegen werden, wird bezüglich der Medaille sein. Ja? Das heißt, es ist wurscht, wenn auch erst ein Wettkampf daneben geht für unser Team. Besser geht's nicht, echt cool. Ja, vor allem startet man gleich rein mit diesem positiven Gefühl und das nach einer sehr negativen Nachricht, muss man sagen, weil Sie haben ja erfahren, dass Ihr Trainer Corona-positiv ist, Rico Groß. Ist das für ein Team normalerweise wahrscheinlich schwierig? Unser Team hat das irgendwie gut weggesteckt, muss man sagen. Ja, also da muss man auch sagen, wie wir die Sendung vorbesprochen hatten, haben wir gesagt, das ist natürlich ein Nachteil. Ja. Dann haben wir uns den Bewerber angeschaut und haben gesehen, naja, so ein großer Nachteil war es eigentlich gar nicht. Ja. Normal ist, hätte ich schon gesagt, ist das nicht gut, ja, wenn der Trainer, der wichtigste Vertrauensmann für die Wettkämpfer ausfällt. Mhm. Der Rico Groß wäre auch sicher, also die Medaille in der Mixed-Staffel hätten sie sicher auch geholt, wenn der Rico Groß dabei gewesen wäre. Ich will dem jetzt nicht den schwarzen Peter zuschieben. Ein bisschen besorgniserregender ist halt schon, dass der ja auch dauernd in den Testungen vom ÖSV dabei war, natürlich. Ja. Mhm. Der ist ständig getestet worden. Und man fragt sich jetzt natürlich, hoffentlich hat er niemanden angesteckt. Das konnte man schon ausschließen, sonst hätten wir ja auch gar nicht teilnehmen dürfen an den Wettkämpfen. Aber es ist natürlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor und macht das Team an und für sich nervös. Vielleicht hat es unsere auch aufgeweckt für den ersten Bewerb, muss man sagen. Ja, vielleicht hat er sich auch einfach extrem gut vorbereitet, weil wenn ein Trainer einem schon viel Positives mitgibt, kann das anscheinend eben auch zu großer Motivation führen. Außer einem positiven Corona-Test. Ja, der ist immer besser negativ, das stimmt. Aber es ist ja generell im Moment mit der WM in Cortina und auch der kommenden Kombinierer-WM, es wird so viel getestet und dann kommt so ein Test auf einmal aus dem Nichts und er spürt ja noch nicht mehr Symptome. Ja, hoffentlich bleibt das so, muss man auf Holz klopfen. Aber ja, natürlich, es ist... Man testet ständig, auch wir hier testen ständig. Also es ist, glaube ich, viele Leute sind es im Berufsalltag schon gewöhnt, so auch die Profisportler. Und umso erschreckender ist dann, wenn einmal ein Test positiv ist, noch dazu quasi vom Leitwolf. Ja. Also wie gesagt, Gott sei Dank hat es ihnen wenig ausgemacht und ein super Start in die Weltmeisterschaft. Wir haben vorher auch bei der Vorbesprechung schon ein bisschen einen Schmäh geführt, haben gesagt, holen die Männer oder die Frauen eine Medaille bei der Biathlon-WM. Jetzt haben beide eine gemeinsam geholt. Die Frage hat sich erübrigt. Frage hat sich erübrigt, ganz genau so ist es. Aber generell so jetzt für die kommenden Tage, Männer oder Frauen sind stärker bei den Biathleten? Lisa Hauser. Ich höre es so gern. Die Frauen toll. Also das freut uns ja auch so. Ja. Wir haben ja viele Jahre gehabt, wo die Männer sehr, sehr gut waren. Und bei den Damen haben wir teilweise nicht mal Starterinnen gehabt. Ja. Umso schöner jetzt in einem Sport, den man eigentlich eher den Männern zuschreiben würde, mit dem Gewehr und so weiter. Ein irrsinnig cooler Sport zum Zusehen. Und ich finde es cool, dass die Damen da wirklich so erfolgreich sind. Lisa Hauser natürlich allen voran, aber nicht nur sie, das ist ein echt gutes Team, das da entsteht bei den Damen. Und ja, das macht schon richtig Spaß, denen zuzuschauen. Ja, schaut auch richtig cool aus, muss man sagen, wenn man da zuschaut. Die norwegische Staffel hat Platz 1 geholt. Johannes Bö war mit dabei, der ist ja gerade der absolute Überflieger, der holt jeden Sieg, der geht. Wie ist das, wenn man einen dabei hat, der so stark ist? Kann man den überhaupt noch einholen dann für die Bewerber, die jetzt kommen? Ja, auch für den gilt das Gleiche ein bisschen wie für unsere Lisa Hauser jetzt. Ja, auf einem ganz anderen Level nochmal, weil die beide Bös, auch sein Bruder schon, sind ja Seriensieger, sind einfach Ausnahmeathleten. Und der hat jetzt auch die Last von den Schultern schon nach Bewerb 1. Das ist ganz gefährlich. Ich kann mich erinnern, bei einer nordischen Ski-WM mal beim Thomas Morgenstern in Oslo, der hat auch ganz zu Beginn Gold geholt und solche Athleten bremst du dann oft nicht mehr. Ja. Weil die haben keinen Druck mehr, die geben alles, riskieren alles, sind eh schon in einem Flow, also ganz, ganz schwer zu bremsen bei der WM, ganz sicher. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen weiterhin, auch bei der WM in Cortina, immer, unseren ÖSV-Teams und sind uns ganz sicher, dass sie uns noch viel Edelmetall mitbringen werden, oder? Auf jeden Fall, also ich glaube sicher, ich
die WM in Cortina, bin ich auch überzeugt davon, dass die besser ausgehen wird, als vielleicht manche Unkenrufe es voraussagen würden, habe ich auch ein gutes Gefühl. Und ja, die Biathleten und die Nordischen hoffen aufs Beste. Danke, Max, auf jeden Fall für deine Expertise, dass du heute wieder mit dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und danke auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie dieses Mal bei Steilhang mit dabei waren. Jetzt zeigen wir Ihnen noch, dass unsere Speedherren in Cortina auf jeden Fall ganz viel Humor haben und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.